Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masterpiece mit mir gleich. Ja, ich habe mir gedacht noch, von den Alpen geht's halt mal direkt weiter in die nächsten Berge. Dann sind wir hier oben jetzt in Zentraljava. Und haben einen Vulkan da hinten, der ist allerdings nicht ausgebrochen. Also zumindest, vielleicht passiert das ja noch in dem Video hier. Also, schauen wir mal hier rein, gucken wir mal, was haben wir denn da aktuell. Hier haben wir, kann ich nicht sehen, Mythic Teddy in Mamas Altmuttergeheimnisschatulle. Geht's gleich weiter. Dann haben wir hier die Pointillism Tirebox immer noch da am Start. Mit Pointillism, Graffiti Mural, Philip J. Fry, Jerome's Mother, Mutilated 3P Dolls und Francine Smith. Und mit diesen ganzen Kommos, Pointillisms, Kuchi Copy Sculptors, Brian Statues, Fry's Paintings und so weiter. Wenn ihr wissen wollt, welche Kombos genau das sind, könnt ihr gerne nochmal in das andere Video reinschauen, in der ich die Pointillism Tirebox vorgestellt habe. So, da haben wir hier einmal eine Mythic Tina Pack, nach wie vor. Noch 4 Tage übrig, Roter Rodriguez to Real, Graffiti Mural, Mutilated Therapy Dolls und Noise Griffin. So. Und dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Da gucken wir mal hier, das ist die Server Luan. Und was kann denn die Server Luan? Schauen wir mal, was macht die denn, die Server Luan? Jetzt muss ich erstmal gucken, ob hier das wieder passt. Nö, passt natürlich nicht. Aber jetzt passt es. So. Server Luan ist das hier mit der Luan Platter dann da unten. Und dann haben wir Restaurantkarten. Da Restaurantkarten einfach nur vollkommen für die Cuts sind, können wir das Ding gleich wieder wegmachen. Und wir sehen auch da rechts, da kommt ein Burger raus und ein bisschen Stößchen durch die Mauer. Wie würde die Luan mit Sicherheit sagen? Stößchen! Stößchen! So, und ich mache jetzt auch Stößchen und du bist weg, Luan. So, absolut interessant. PTA Revalry ist natürlich ein bisschen was anderes. Auch wenn ich jetzt kein Fan von Linda Belcher bin, finde ich, macht jetzt nicht so geile Kombos. Sind okay, aber sind jetzt nicht geil. Schauen wir mal, hier ist allerdings eine der stärkeren von der. Und dann haben wir hier eben mit, ja, mit Punch und mit Revanche. Da unten hier mit einer James Woods High School mit 20 Punch, 16 Angriff. 14-fach Revanche bis über 36 Angriff reicht jetzt nicht für einen First Hit unbedingt. Ja, reicht schon bei manchen Karten, aber eben nicht üblicherweise. Und da kannst du auch, wenn du 10% draufrechnest und nochmal 10, wenn du 20% draufrechnest, bist du trotzdem noch nicht im richtigen geilen First Hit Bereich. Ja, also insofern können wir die auch schon wieder vergessen hier. Und 500 Gems würde ich dafür sowieso schon nicht ausgeben. So. Die ist nicht schlecht, ist wahrscheinlich eine der besten von Linda Belcher, aber sorry, 500 Öcken für das Ding da. So, dann sind wir beim Ventriculist Bobby und da haben wir hier mal, ja, das mit Spielzeugkarten. Da kommt da rechts halt was raus mit Cripple und mit Angriffspunkten, wenn eine Combo gespielt wird, mit dem Wireless Audio Transmitter, ist die einzige Spielzeug. Legendäre Spielzeugkarte, mit der das machbar ist. Und insofern, das Ding hier können wir auch gleich wieder wegklicken. Aber jetzt kommen wir zu einer Kombo, die ist wirklich interessant. Das ist der Laser Gun Stewie. Und jeder, der den Stewie kennt, kennt den Laser Gun Stewie. Ist eine super geile Kombo für den Stewie. Und dann schauen wir mal hier rein. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Mythic Stewie und die Pantry Guns. Und dann kommt der Laser Gun Stewie da raus. Und wenn ihr euch das Ding mal reinzieht, da, ne, was der kann, der hat hier mit 18 Punch 24 Stoß durch die Mauer und 20-fach Gas. Das ist schon ziemlich stark, würde ich sagen. Das ist aber auch wirklich die einzige. Selbst wenn wir jetzt hier mal noch diese epische nehmen, da oben, mit der normalen Rifle, kämen immer noch 15-fach Punch raus und 17-fach Gas. Also letzten Endes müsst ihr es selbst entscheiden. Aber ich sage, wenn du die Pantry Guns haben solltest, den Stewie in Mythic, dann ist das auf jeden Fall ein geiles Teil. Und da 10% draufrechnen, bei den Werten macht schon Spaß. Also da hättest du nämlich 20 Punch, da hättest du beim Stoß durch die Mauer 26, 22-fach Gas, 19-fach Angriff und 85 Leben. Jo, also wer
die Karten hat, der sollte jetzt wirklich zuschlagen, denn das Ding ist dann schon nicht so schlecht, gell? So, ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dem Herrn gleich. Ah, Leute, ich verlinke jetzt auch mal unseren Twitter und unseren Facebook-Account mit rein, ja, und könnt ihr ja mal schauen, da, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da auch liken, teilen und so weiter, ne? Also, haut rein, ich wünsche euch was, macht's gut, bis dann und tschüss.